Preußen gegen Invaders Teil 5. Was bisher geschah. Die Allianzen Preußen und Invaders waren beide zufällig auf Map 1950 aktiv. Zunächst war es den Invaders gelungen, einen erstaunlich großen Teil auf der rechten Hälfte der Map zu erobern. Preußen hatte viele Basen auf der linken Seite der Map erobert. Als beide Allianzen dann in der Mitte aufeinanderprallten, begann Preußen diese Map sehr ernst zu nehmen und ging viel aktiver vor. Preußen wusste um die Gefahr, die von einem Gegner ausgeht, der bereits 100 Maps komplett erobert hat und von dort ohne Ende Material über den Highway würde holen können. Doch zunächst war der Highway geschlossen. Und Preußen nutzte diese Phase, um im Norden den Fluss als Grenze zu nutzen, die wesentlich leichter zu verteidigen war. Diese Basen sicherten auch den Zugang zum nördlichen und westlichen Highway. Im Süden hatte Preußen zahlreiche Heimatbasen am Highway positioniert, was den Zugang zum südlichen Highway sicherte. Als der Highway dann öffnete, konnte Preußen im Süden eine zahlenmäßige Überlegenheit entwickeln, weil der eigene Nachschub vom Highway nur ganz kurze Wege hatte. Invaders hingegen mussten nicht nur viele Gruppen binden, um den Zugang zum Highway im Osten zu sichern, sondern hatte einen zeitraubenden Nachschubweg. Das ermöglichte Preußen, zahlreiche Basen am unteren Rand einzunehmen. Doch darüber verlief eine Bahnlinie und alle Zugbasen waren im Besitz von Invaders. Nun stand Preußen vor der Herausforderung, gegen extrem viele Züge kämpfen zu müssen, ohne eigene Züge zu besitzen. Gleichzeitig kam es zu Gegenangriffen der Invaders, die jedoch zumeist abgefangen wurden, bevor sie das Angriffsziel erreichen konnten. Die Basen außerhalb der Reichweite der Züge wurden zuerst erobert. Sehr schön sieht man bei diesem Basisangriff das Tanzen der H-5-Helikopter. Sie machen ganz gut Schaden an der Basis und werden von der Basis deshalb als hohe Bedrohung empfunden. Solange die Basis allerdings auf eine Gruppe schießt, will sie diese erst komplett besiegen, bevor sie das Ziel wechselt. Damit die verwundbaren Helikopter nicht zum Ziel der Basis werden, müssen diese kurz vor Ende einer Gruppe aus der Reichweite der Basis fliegen und anschließend wieder zurückkehren. Der Einsatz vieler Basisangriffshubschrauber reduziert den Bedarf an Bisons und Wespen erheblich. Auch etwas abseits gelegene Basen wurden eingenommen, wenn sie von den Zügen nicht beschützt werden konnten. Das war nicht nur ein Hinauszögern des unvermeidlichen Angriffs auf die Bahnlinie, sondern mit jeder Basis wuchs auch das Gruppenlimit. Preußen würde alles geben müssen, um den Durchbruch an der Bahnlinie zu schaffen. Dann kam der Moment, an dem Preußen den Durchbruch schaffen wollte. Es war zunächst der Schauplatz der T-34C, Malls und Katyushas. Vorweggeschicktes Kanonenfutter zog das gegnerische Feuer auf sich, wodurch sich die feuernden Invaders-Truppen zum Ziel der Einheiten mit hoher Reichweite machten. Die Feuerkraft der Katyushas ist enorm und deren Munition reichte, um die Züge vor der Basis auszuschalten. Damit war der Weg frei für die nächste Welle Bisons und mit ihnen der eigentliche Basisangriff. Die Grenze im Süden war extrem lang und so hatte Invaders im Vorfeld nicht wissen können, an welcher Stelle der Durchbruch würde erfolgen sollen. So hatte Invaders das eigene Material entlang der Grenze vor und hinter den eigenen Basen verteilt. Der erste Durchbruch vor der angegriffenen Basis würde noch nicht bedeuten, dass damit diese Basis auch würde eingenommen werden können. Nach und nach kam das an anderer Stelle geparkte Equipment der angegriffenen Basis zu Hilfe. Als erstes trafen einige Gruppen Malls ein. Doch diese fuhren geradewegs in die T-34C-Gruppen von Preußen, die in Überzahl das Duell leicht für sich entschieden.
Danach folgten Tiger- und M3-Gruppen. Da diese aber ohne hinreichende Luftabwehr kamen, verdunsteten sie rasch unter dem Preußen-Heliteppich. Eine Gruppe M3 konnte zu einer anderen Invaders-Basis flüchten. Derartige Angriffe waren schon deshalb zum Scheitern verurteilt, weil sie nur eine Waffengattung beinhalteten. Erfolgführend ist das Gefecht der verbundenen Waffen, bestehend aus Einheiten, die das gegnerische Feuer einstecken können, aufgrund ihrer großen Anzahl oder ihrer extrem guten Panzerung. Dahinter Einheiten mit großer Reichweite auf feuernde Ziele, wie etwa T-34C, Mauls und Katyushas, begleitet von hinreichend Luftabwehr. Eigene Helikopter, wie der R4 Heliteppich, und verschiedene Flugzeuge verbessern dann noch die Dynamisierung der gesamten Armee. Die Abwehr des Angriffs zeigte, dass Invaders das Prinzip der verbundenen Waffen nicht anwandte. Es für Preußen daher zum großen Erfolg wurde. Trotz all dieser Gegenangriffe wurde der eigentliche Angriff auf die Zugbasis nie unterbrochen. Dann kam wieder eine Gruppe Mauls von SAM-60. Das demonstriert einen weiteren schweren Fehler, den Invaders hier machten. Weil das Material in sehr unterschiedlichem Abstand zur Basis stand, trafen die Gruppen alle nacheinander an der angegriffenen Basis ein. Kleine Angriffe können wesentlich leichter abgewehrt werden als große, massive Angriffe. Trotz des laufenden Angriffs auf die Basis hätte Invaders besser warten sollen, bis das Material komplett ist und erst dann geballt angreifen sollen. Invaders waren offensichtlich in Panik, weil sie keinesfalls die Bahnstrecke verlieren wollten. Das verleitete sie zu einem weiteren fatalen Fehler. Als Invaders dann nochmals T-34C und Mauls schickte, konnten die Katyushas von Preußen diese leicht besiegen. Munitionstransporter hatten die Katyushas zwischenzeitlich nachgeladen. Als Invaders angesichts der Preußen über Nacht sich zurückziehen wollte, kam der Preußen-Heliteppich. Invaders hatten zwar diesmal etwas Flugabwehr dabei, doch eine einzige Gruppe FB-6 ist viel zu wenig. Diese wird von den Helis als erstes ausgeschaltet und so blieben die Bodentruppen ungeschützt zurück, ihrer vollständigen Vernichtung entgegensehend. Preußen wollte nun nicht länger warten, bis Invaders erneut den laufenden Angriff würde stören wollen. Während der Angriff auf die Zugbasis weiterlief, sandte Preußen wie sonst zu einer der Nachbarbasen. Da Preußen mit weitaus höheren Verlusten beim eigentlichen Basisangriff gerechnet hatte, stand dafür einfach noch genügend Material herum. Mit einem Angriff auf diese Basis hatte Mr. XY zu diesem Zeitpunkt offensichtlich nicht gerechnet. Als die Zugbasis eingenommen war, ging es sofort weiter und es wurde auch noch die Basis von AD 80 angegriffen. Die Verteidigung der Invaders war ja vernichtet und musste erst wieder vom rechten Highway herangekarrt werden. Diese Zeit konnte Preußen ideal nutzen und trieb einen tiefen Keil in die gegnerischen Stellungen. Die beiden im Nachgang eingenommenen Basen sicherten die eingenommene Zugbasis zur Front hin ab. Nicht alle Invaders-Spieler waren gerade online, wie hier am Beispiel Prinz 13 zu sehen. Der Vorteil des Angreifers ist es, Ort und Zeitpunkt des Angriffs zu bestimmen. Darüber waren alle Preußenspieler lange informiert und deshalb so zahlreich online. Invaders hätte ahnen können, dass das Öffnen des Highways der Startschuss für den Preußenangriff sein würde. Doch offenbar fühlten sich Invaders aufgrund ihrer Größe zu überlegen. Spieler, die nicht online sind, sind ein leichtes Ziel. So konnte eine Menge Material vor solchen in diesem Moment inaktiven Basen vernichtet werden. Das reduzierte die Gefahr eines Gegenangriffs.
Da die Prinz 13 Basis nur Level 2 war, wurde sie dann auch sofort direkt angegriffen. Die Preußen Verteidigungstruppen standen längst nördlich der angegriffenen Basis. Es kamen allerdings keine weiteren Störangriffe der Invaders mehr. Preußen hatte den Keil in die gegnerische Front in wenigen Minuten enorm vertieft. Es war ein Angriff ohne Pause. Unablässig wurde Nachschub über den unteren Highway gebracht. Von der eingenommenen Zugbasis zog sich bereits eine lange Reihe von Basen tief in das Hinterland. Ziel war es, diese Schneise bis zum Fluss zu verlängern. Das erlaubte nicht nur Nachschub von der bereits eroberten Flussseite, sondern schnitt auch die Basen links der Schneise vom Nachschub ab. Fortan wären von dort nur noch kleine Angriffe zu erwarten und der abgeschnittene Bereich wäre wohl auch nur schwer zu verteidigen. Wichtig war nun der Ausbau der Basen in dieser Schneise. Der weitere Erfolg von Preußen auf dieser Map würde nun ganz wesentlich davon abhängen, ob diese Schneise halten würde. Bei allen Angriffen sieht man, dass Preußen auf den Einsatz von Karls verzichtet, weil diese für Gegenangriffe zu verwundbar wären. Außerdem ist bei dem Tempo dieser Angriffe der Munitionsnachschub nicht zu stemmen. Stattdessen kamen immer wieder die Basisangriffshubschrauber von Spyohunter zum Einsatz. Diese benötigen in Desert Order keine Munition. Um die Linie von Basen durch das Gebiet der Invaders stabiler zu machen, wurde sie durch weitere Angriffe verbreitert. So würden etwaige Angriffe aus dem Kessel bei anderen Basen auflaufen als Angriffe aus dem östlichen Teil. Diese weitere Basis von Mr. XY liegt auf der dem Kessel zugewandten Seite der Schneise, die mit Material vom östlichen Highway nicht verteidigt werden konnte. So verlief dieser Angriff völlig ungestört. Andererseits verschaffte diese scheinbare Pause am östlichen Rand der Schneise Invaders etwas Luft, um Material zu bündeln. Beim nächsten Angriff auf eine Basis von Mike Dog kamen dann prompt wieder Störangriffe der Invaders. Immer wieder sandten Invaders eine Gruppe Breeders vor, um dann mit entfernt stehenden Zügen auf alles zu feuern, was die Breeders angriffen. Invaders hatten immer noch viele Züge, die ich nur nicht im Bild zeigen kann, weil sie von außerhalb des einsehbaren Bereichs feuern. Der Preußen-Heliteppich wirkte zwar hervorragend gegen die Breeders der Invaders, doch damit setzte er sich dem Feuer der BP-44 Luftabwehrzüge aus. So kehrte Preußen wieder zu der bewährten Kombination aus Kanonenfutter und Reichweiteneinheiten, also T-34C, Katyushas und Mauls zurück. Das führte schließlich zur Vernichtung aller Züge. Gleichzeitig wurde wieder am linken Rand angegriffen. Dort war die Situation unverändert. Invaders hatte im Kessel offensichtlich nicht mehr viele Gruppen zu verteidigen. Nach und nach eroberte Preußen weitere Zugbasen und sicherte so den erreichten Erfolg immer weiter ab. Dabei kann man nicht behaupten, alle Invaders-Spieler hätten bereits aufgegeben, denn es wurden weiter Verteidigungstürme nachgebaut. Der Invaders-Spieler J.R. Parra war offensichtlich nicht online. Produzierte Helikopter parken automatisch hinter der Basis. So konnte Preußen vorne ungestört angreifen und hinten in aller Ruhe die Helikopter zerstören. So entschieden wenige Stunden ununterbrochenen nachhaltigen Angriffs über den Fortschritt von Preußen auf dieser Map. Das Versagen von Invaders, die trotz zehnfacher Stärke der Allianz Preußen so deutlich unterlegen waren, führte offensichtlich bei Invaders zu einem massiven Streit. Einige der größten Invaders-Spieler, insbesondere Pavarotti und Mr. XY, traten bei Invaders aus und wechselten zu Asgard. Damit tauschten Asgard und Invaders in der Rangliste ihre Plätze. Nun ist der Verlust eines Ranglistenplatzes allein noch keine Aussage. Aber damit hatte Invaders schlagartig 80 komplettierte Maps weniger.
Hier stehen sich nun Asgard und Invaders gegenüber, die sicherlich beide versuchen werden, die Maps für sich zu komplettieren. Damit hatten Invaders schlagartig 80 neue Baustellen und die dort an den Highways stehenden Truppen waren plötzlich alle nicht mehr sicher. Auf Map 1150 kam zwar immer noch vereinzelte Gegenwehr, aber das konnte Preußen nicht mehr bremsen. Auch wenn zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos erst 70% der Map durch Preußen erobert worden war, so kann sicherlich bereits gesagt werden, dass dieser Angriff Invaders förmlich vernichtet hat. Preußen wird die Map noch etwas aufräumen und bald mit 11 kompletten Maps in der Rangliste gezeigt werden. Bereit für eine neue epische Aufgabe.